Hallo, und da bin ich mal wieder nach, ich weiß gar nicht, nach 2 Jahren, glaube ich, ungefähr, mal wieder mit einem Ion-Part. Ich habe das mal ein bisschen neu jetzt gemacht, weil ja, das andere hatte ich halt keine Lust mehr irgendwie und keinen Bock und weiß nicht. Ich muss bestimmt arbeiten, bestimmt musste ich das vor 2 Jahren. Auf jeden Fall egal. Wir spielen, oder ja, ich habe es ja schon verraten, wir. Ich spiele Barde. Wir werden, soweit es gut geht, hoffentlich bis Level 65 durchziehen. Da müsst ihr halt leider mit durch. Sitzen wir halt 2 Jahre dran, aber ist ja egal. Solange er sich auch dazu durchringt, mal das Spiel anzumachen. Also. ja, und ja, der andere Typ ist auch wieder dabei. Genau. Der Minmos. Ja, der Stucker. Einfach auch keinen Bock mehr hatte auf Let's Plays aufnehmen, beziehungsweise auch keine Zeit. Aber ja, wenn es um Ion geht, warum nicht? Okay. Und ja, wir haben natürlich Erfahrung in dem Spiel, zumindest ich. Und bloß nicht auf dieser Seite. Wir spielen diesmal Elios, also keine Asmos. Und ja, ich bin hier zum ersten Mal in Sanctum, sind wir. Bei den Asmodiern ist das Pandemonium die Hauptstadt. Und ja, wir spielen auf dem Server Chromede. Und wie ihr seht, ist der Server eigentlich noch ordentlich gefüllt. Ja, weswegen ich auch nur 20 FPS habe. Wie bitte? So. Warte, ich kann ja mal schauen, wie viel ich habe. Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt das Tutorial übersprungen. Ihr seht schon, wir sind schon Level 10, sind im, wie gesagt, in der Hauptstadt. Einfach aus dem Grund, weil wir haben, also ich persönlich habe das ja schon mit den Assa gemacht auf der Asmo-Seite, das Tutorial, und von daher brauche ich das jetzt nicht nochmal zu machen. Beziehungsweise er hatte keine Lust. So, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt diese Quest hier, die habe ich jetzt schon angenommen. Okay. Sprecht mit Georg. Ja, ich habe hier nämlich absolut keine Ahnung, wo es hier lang geht, wo es was gibt. Was wollte ich gerade erzählen? Hier, da ist dann nochmal hier Lea. Sag mal, wow, bin ich so ein Riese oder? Ich lecke gerade übelst, Alter. Yeah, cool. So, jetzt geht's wieder. Was wollte ich gerade sagen? Wir werden die Quests übrigens nicht vorlesen, also wenn ihr Lust habt, die Geschichte da zu lesen, dann macht müsst ihr leider Spaß. Selbst spielen. Ja, drückt auf Pause und... Ja, das geht ja auch so schnell. Ja. Wird wieder durchdrücken. So, also... hier, so ein Event, Severin, oder ja, Antel. Warte. Das kannst du jeden Tag machen gerade. Das ist eigentlich ganz cool. Das sind so wie Schriftrollen und Tränke. Also die Schriftrollen, die kannst du sofort nacheinander aktivieren. Die haben nur eine Sekunde. Was bist du denn schon wieder? Guck doch auf deine kleine Map. Oh, geil. Hey, was denn? Hier ist voll. Ja. Ach ja. Ach, das ist das hier. Mir kommt es gerade vor, als wenn es hier voller ist gerade als auf Tor. Ja, das kann möglich sein. Arioluma. Seid gegrüßt. Ich weiß nicht, wie das sich in Sanctum verteilt, aber kann ja auch sein, dass das nur hier vorne so ist. Hm. Ist bestimmt komplett voll. Selbst bei also da. Die Goldpakete sind hier auf jeden Fall günstiger. 35 Millionen. Vorne habe ich ja gelesen im Chat 32 Millionen. Hm. Antel? Ja. Ich höre dir zu, ich bin bei diesen Event-Typen immer noch. Ach so, okay. Yeah. Ich versuche gerade mal ein bisschen mehr FPS zu bekommen. Es sind ja ein paar Leute unterwegs. Da kann ich dir nur empfehlen, du kannst ja... Warte. Ja, ich habe das gesucht gerade, dass man das umändert. Shift und F12. Shift und F12, das macht die Leute weg. Ach so, ja. Aber da gab es noch so anderes, wo die dann zu so Holzkisten wurden oder so Boxen. Hä? Nein, das weiß ich nicht. Hier, da ist Letia.
Die haben, also ich muss sagen, die haben hier echt komische Namen auf der Elios-Seite. Warum hast du jetzt schon eine Quest, die ich nicht hab? Ich, Miol streicheln. Ja, das ist dann wohl einfach so passiert. Da vorne ist wahrscheinlich die Quest von dieser Lea-Tante. Ist halt passiert, ne? Ja. Ich geh mal zum Unos, mach du das mal. Nein, was, wo hast du die jetzt angenommen? Das ist nur diese blauen Quests, Mann. Ja, bei mir steht da, sprech mit Georg. Ja, ich bin Level Up. Wo ist denn Georg? Ja, ach, Georg da weiß unten. Ich... Was macht denn da? Nee. Hä, ist das da überhaupt? Nee. So, ich hab jetzt einen lila Ribbit. Ja, yeah, voll cool. Nein. Die Viecher sind abnormal hässlich. Ach, der Georg ist hier in Wertheron. Cool, dann... ja. Ist diese blaue Quest ein übelster, krasse Quest. Ist doch nicht, wo wir mal hier mal rumgeführt werden. Wie nenne ich mein Miol? Oh. Ich folge dir, Zauberelfer. Ich will deinen Staub schnüffeln. Wo ist er denn? Ach, ich hab hier noch... Oh man, guck mal, ich bin voll der Noob. Ich hab meine Kröte Pistenschnecke genannt. Okay. Die fragen einen jetzt ernsthaft, ob man denn nicht doch lieber ein Miol aus dem Shop kaufen möchte. Nein, der lila Ribbit ist das Beste. Gameforge wird immer dreister. Der lila Ribbit ist das beste Pet, was es gibt. Schön, euch kennenzulernen. So, hast du jetzt hier die Quests angenommen für die Kack... für die Ribbit? Warte, Zwischensequenz. Sie freuen sich, euch im Sanktum der Hauptstadt von Elysea begrüßen zu dürfen. Okay. Was wolltest du sagen? Hast du jetzt schon die Quest für die Ribbits? Von dieser Lea-Tante da? Jetzt so. Sag mir das doch, dass es bei der auch noch eine Quest gibt, ach, Lauer. Eine Zeremonie in Sanktum werde ich jetzt erstmal vollführen. Das tut mir leid. Severin denkt sich jetzt nur, oh Mann. Ja. Ja. Wegen dir kriege ich alles nur negative Bewertungen. Wieso? Weil du einfach du bist. Na, dann müssen wir uns nicht weiter drüber unterhalten. Hier ist der Liebhaber. Und Ehefrau. Ja. Liebhaber und Ehefrau. Was gibt's? So. Na dann auf mit euch. Ah. Ich überlege jetzt schon mal im Hintergrund, wie ich meinen Miol nenne. Auf jeden Fall ist die Musik hier sehr viel freundlicher als bei den Asmus, aber... Nun ja. Jeden wie es gefällt, würde ich meinen. Euch nie einholen. Hä? Ach, da drüben. Okay. Ich stehe euch zu Diensten. Ja. Ach, ich habe schon gefunden, wo wir unsere Skills herbekommen. Zumindest die ersten. Und zwar da, wo du die Quest beendest, die Hauptquest. Ja, okay. Ich stehe euch zu Diensten. Tja. Wie nenne ich es? Wie nenne ich es? Da. Zack.
Hast du schwer. Ja. Ja, cool, ja! Und na, da kann ich auch, wenn man jetzt wenn das eh wieder weg ist, dann kann ich auch hier wieder plupp, zack, danke. Ach, jetzt muss man da hinten hin. Zu Euclears. So, dann habe ich jetzt schon mal zwei neue Fertigkeiten. Magisches Geschoss einlegen. Und umschlingende Bombe. Cool. Tatsache. So, ich bin auch gleich da. Ich schaff das. Ich schaff das. Yeah. Das ist ja cool. Magisches Geschoss einlegen. Setzt die Erholzeiten von Pistolenschuss, Kopfschuss und Seelenschuss zurück. Okay. Ja, und dann habe ich noch bekommen, warte, fügt ein Ziel... Warte, warte. Oh, wie sich alle vor mir verbeugen. Wir steigten aus bescheidenen Wurzeln auf. Mögt ihr diese Wurzeln nie vergessen. Wenn das Licht Aions euch zu eurem Schicksal führt. Ah, okay. So, was wolltest du sagen? Fügt ein Ziel? Fügt ein Ziel bis zu 20 Meter Distanz, so und so viel Schaden zu, und macht es 4 Sekunden lang bewegungsunfähig, also ein Root. Ja. Ich kenne mich auch nicht mit dem Gunner aus, also... Ganz Neuland für mich. Herzlich willkommen. Ich habe ein Geschenk. Boah, hat der eine geile Stimme. Nehmt eine dieser Waffen und vernichtet unsere Feinde. Der Bartenmeister, Alter. Sprech den mal an. Keine Ahnung, ich höre sowas ähnlich. Nein, du musst ihn einfach nur mal ansprechen, wie der redet. Das hört sich geil an. Der Klasse ausgestellt. Achso. Geht mit diesem Empfinden. Gehabt euch wohl. Habt ihr Fortschritte gemacht? Der hat eine echt männliche Stimme. Stufe 13. Na, nehme ich die schon mit? Oh, nehme ich schon mit. Wir haben hier zwei Quests. Habt ihr Fortschritte gemacht? Ein vom Äther durchdrungener Ring und die Erkenntnis des Perikels. Oder Perikels, keine Ahnung. Oh, kann ich irgendeine Rotz verkaufen? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Gegenstand zum Vergleich. Meine ist besser, meine ist besser. Kann ich nicht verkaufen? Das... Oh, aber ich habe ja eh die Waffe. Na, oder? Hä? Ich bin verwirrt. Ach ja, gut. Danke. Oh, cool. Herzlich willkommen. Diese Stimme. Ich könnte natürlich auch einen Kumpel fragen, ob er uns durchzieht. Nö. Ach, verdammt. Harmonie der Flamme. Okay, das ist eine Kettenfähigkeit. Das habe ich auch, glaube ich, schon in den anderen Videos erzählt. Brauche ich nicht nochmal erzählen. Welche andere Videos? Mit meinem Assa. Ach. Na gut, dann war es ja doch nicht so viel, was ich bekommen habe dazu.
Ich habe nur zwei Fertigkeiten bekommen. Und Mana und TP-Behandlung. Ja, ich auch. Hast du hier die Quests angenommen oder hast du die nicht? Die habe ich noch nicht angenommen. Brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Die ganzen Anfangsquests. Tja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich kenne mich hier nicht aus. So. Der läuft irgendwie komisch, dein Gunner. Das sind die Elios, das sag doch. Wollen wir es mal weiter ins nächste Gebiet? Mm. Ja, schöne Flügel. Nee. Noch nicht. Oh, hier ist der Music Bot. Alter, wie voll das hier ist. Ich will mir mal die Skins hier kurz angucken, alle. Das kann auch nicht weg. Gibt eh nicht so viel Geld. Ach ja, das Hyperion-Zeug. Ich glaube, der oder die oder das, keine Ahnung, hat ein bisschen zu viel Geld, also... Der Jäger hat schon so einen Bogen, der extrem geil ist, ja. Okay. Mit Stufe 30. Gut, dann machen wir uns mal auf. Ja, endlich. Nach 16 Minuten, ja. Yeah. 16 Minuten? Ja. Yeah. Wir nehmen schon so... Ha? Wir nehmen schon 16 Minuten auf. Ja. Ariels Licht scheint auf uns. Ariel, die Meerjungfrau oder was? Achso. Ach ja, gut. Unter uns schreit gerade ein Kind. Ja, wohin? Teleport. Okay. Oh Gott. Wo sind wir denn hier? Oh, wir können ja gleich nach Katar. Ich sehe das schon gerade. Wir können überall hin. Warum wurde das geändert, dass man schon überall hin kann? Nein, man kann zum Beispiel... Hä? Nach Ingi kann man jetzt? Das wusste ich nicht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, wohin wollen wir? Na, Bertaron. Nächstes Gebiet. Oh Gott. Ja, yeah, wir sind schon wieder auf dem Anfängerserver. Lass mal wechseln, dass da wenigstens hier ein bisschen was los ist. Ja. Anfängerserver ist leer. Ist doch wurscht. Na ne. Sind jetzt schon ein paar Leute noch mit dazu. Die haben doch gesehen, dass der Server nicht leer ist. Ja. Rocksaw Loops. Lass mal kurz eine Sekunde eine Pause machen. Ich muss nämlich mal was gucken. Eine Sekunde, bleib hier stehen. Ah, warte, jetzt. So.